Amelie? Sam? Was machst du hier? Bereit, es zu beenden, bevor alles sein Ende findet. Muss. Ich beschütze die Extinktionsentität, bis alles ausgelöscht ist. Das sechste Aussterben ist nicht zu stoppen. Egal, was du, ich oder irgendein anderer tut, der Menschheit bleiben nur noch ein paar hunderttausend Jahre, höchstens. Warum kommen wir also nicht gleich zur Sache? Akzeptieren unser Schicksal. Wie die Kreaturen vor uns. Wir alle wissen, was kommt. Warum das Unvermeidliche aufschieben? Wir mit Dooms, sie, wir sind alle aus einem Grund hier. Wir alle sind Teil des gestrandeten Todes. Und dieser Ort, dieser verdammte Strand. Hier gibt es keine Wiederkehr, nein. Einer von uns stirbt, das war's. Er geht auf die andere Seite. Gut, oder? Der glückliche Verlierer darf dieser Endlosschleife ein für alle Mal ein Ende setzen. Also, keine GDs, keine leere Stürze und keine Tricks. Nur ein guter alter Bosskampf. Stock gegen Seil, Gewehr gegen Strang. Ein letztes Ende vor dem Ende. Ein letztes Game Over. Ich bin das Gottesteilchen. Komm schon! Wir haben alle Zeit der Welt, wenn dir egal ist, das arme Leid. Nimm das! Lick mich! Wie sieht's aus, Sam? Suchst du verzweifelt nach einer besseren Lösung? Es gibt keine. Wozu das alles? Das Ende steht doch fest. Das Ende, das uns allen blüht. Später. Diesem Land, diesen Städten, diesen Menschen, allen. Oh, ich hab noch viel Munition. Kann man die Atmosphäre wiederherstellen, wenn man damit nur das Unumgängliche aufschiebt. Oh, und die Menschheit ist doch hoffnungslos verloren. Sogar für das Leben selbst ist die Uhr abgelaufen. Wir haben alle Zeit der Welt, wenn dir egal ist, das arme Leid. Wie gefällt dir das, Mann?
Hier drüben. Kämpf wie ein Mann! Wie sieht's aus, Sam? Weißt es. Ich brauche das Gewehr nicht, Sam. Ich kann dich schlagen. Ich kann dich schlagen! Samuel Porter Bridges. Ach, du Kleiner! Kalte Füße.
einfach nicht, oder? Du kannst das nicht aufhalten. Niemand kann das. Wir haben Doom, Sam. Das Ganze konnte nur auf eine Art enden. Also komm schon! Ist ja ganz schön angegangen, Mr. Afephosmophobie. Tja, mein Glückwunsch. Du hast das Spiel gewonnen. Gar nichts aufgehalten. Also, mach nur. Ich habe wohl einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich bin fragil. Aber ich bin nicht so fragil. Dieses Mal bist du derjenige, der zerbricht. Ist das so? Ich denke, du wirst merken, dass unser Band stärker ist. Ah.
Oh, was ist das? Du bist ja schon zerbrochen. Was zum Teufel? Ich bin Hex. Ich bin das Gottesteilchen, das die gesamte Existenz durchdringt. Was bist du? Schätzchen, du bist bloß beschädigte Ware. Du bist die beschädigte Ware. Nimm das als Zeichen. Nimm sie mit. Sag denen mit lebenslänglichem Bodensyndrom, was passiert, wenn man eine Maske aufsetzt. Nein. Balduri. Sie sollten das besser von der Frau selbst hören. Und noch etwas. Ein kleines. Ich habe es mir als Ausrüstung vorgestellt und hergebracht. Würdest du? Ich hasse Babysitten. Wohin soll ich dich schicken? Zurück nach Osten? Er braucht deine Hilfe nicht. Er hat das chirale Netzwerk. Und er hat mich. Wir springen zusammen nach Osten. Der Glückliche. Wir wissen zu schätzen, was du für uns getan hast. Echt. Aber wir kommen zurecht. Außerdem braucht man dich bestimmt bei Fragile Express. Ja. Wer könnte die kaputten Teile besser aufspüren und wieder zusammenfügen? Mit weniger als Perfektion wäre ich niemals zufrieden. Fragile? Wir sind quitt. Wir schulden uns nichts. Es gibt nichts mehr zu sagen. Bis dann, Sam. Komm schon. Gehen wir. Wir haben noch zu tun. Glaubst du noch an mich? Auch ohne Hex bin ich noch eine Zeitbombe. Ich kann alles beenden, einfach so. Aber was ich will, was ich immer wollte, war ein Teil davon zu sein, dass wir alle eins sind. Was? Sag mir die Wahrheit. Geht's hier um dich oder um Bridget? Es geht um unser Land. Unsere Zukunft, das ist die Wahrheit. Es gibt etwas, das du wissen musst, Sam. Als du im Osten warst, habe ich dich von hier aus besucht. Was? Du hast gelogen? Scheiße.
Weißt du, was ich anstellen musste, um hierher zu kommen? Du wärst sonst nicht gekommen, Sam. Du hattest kein Interesse an Amerika oder Bridges. Aber eine Sache war dir nicht gleichgültig. Etwas, für das du bereit warst, einen Kontinent zu überqueren. Ein Grund für den Aufbau der UCA. Es war Die Hard Mans Idee. Großartig. Also bin ich Mario und du Prinzessin Peach. Du hast recht. Dieses Land war mir immer scheißegal. Ich habe zu absolut nichts eine Bindung. Nur zu dir. Tut mir leid, Sam. Aber am Ende hat es funktioniert. Ich schätze, das hat sich erledigt. Ich weiß, dass du Fragen hast, aber können wir das verschieben? Auf später? Na klar. Gehen wir nach Hause. Wie stellen wir das an? Springen wir wie Fragile? Nein, wir nutzen den Strand. Wir rennen zusammen. Rennen? Ja. Wie Mario und die Prinzessin am Strand. Warte hier, okay? Aha. Bridget Strand. Du hast mich also endlich an den Strand eingeladen. Erinnerst du dich? Es ist dieselbe Waffe. Und jetzt bringe ich mit ihr die Dinge in Ordnung. Du solltest die Welt wieder vereinen und nicht kaputt machen. Also schön. Dann tu es. Es gibt keine Sühne. Nicht für uns. Du.
Fletcher. Ja. Ich bin es. John. Weißt du noch? Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Gib mir mein Bibi wieder. Du suchst hier am falschen Ort.